was geht ab? Hier ist eure Number One Dada. Ich begrüße jeden einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. Ihr könnt im Hintergrund sehen, bei der größten Pyramide auf der ganzen weiten großen Welt, Minecraft heißt es. Ja, und es ist eine übelst große Pyramide, mehr als 1,1 Millionen Blöcke beträgt die über die ganze Karte. Aber deswegen mache ich das Video nicht hier. Sondern das Problem ist, ich habe ein Video reingestellt, werde aber das gleich nochmal löschen, weil ich werde jetzt dieses Video nochmal aufnehmen, weil da fehlen ein paar kleine Fakten, die ich eben noch herausgefunden habe, wo ich gedacht habe, die müssen unbedingt auch reingemacht werden. Wie gesagt, desto mehr Likes, desto mehr probiere ich aus, aber ich will euch nicht zwingen zu einem Like. Es ist freiwillig, es würde mich unterstützen bei dem größten Projekt von Minecraft. Wenn ihr dafür seid und mich unterstützen wollt, Dankeschön an dieser Seite. Dafür kriegt ihr auch noch eine Dankbarkeit zurück, indem ich geile Videos mache oder Gewinnspiele oder wiederum andere Sachen. So, jetzt kommen wir einfach mal zu den färblichen oder farblichen Gegenständen. Die Gegenstände heißen Rüstungen und jetzt schauen wir uns die einfach mal an. Das Problem ist, noch nicht für die Leute, die das noch nicht wissen, Kettenhelm, Eisenhelm, Goldhelm und wiederum Diamantenhelm, die kann man alles bis zu diesen Goldstiefel nicht färben. Man kann nur Lederstiefel, Lederhose und Ledertunika oder wiederum die Lederkappe färben. So, schade ist es halt so, schade, dass das halt nicht gefleckt ist, wie so eine Küche, schwarz-weiß oder wiederum anders. Aber denn schon, wenn schon, müssen wir schon damit klarkommen, dass wir mit diesen vier Arten klarkommen und dafür brauchen wir noch Farbe. Farbe im Spiel, das heißt, wir nehmen einmal Rosenrot, Löwenzahngelb, einmal hellblaue Farbe und einmal lila Farbe. So, dann gehen wir mit Dreieck hinein, dann gehen wir mit X auf der PlayStation, mit X auf die Farbe drauf, dann gehen wir einfach auf die Gegenstände, die wir färben möchten. Das heißt, hier einmal Viereck und man kann schon erkennen, oh, es ist gefärbt, gelb. So, und jetzt machen wir das nochmal mit der hellblauen Farbe, mit der Lederhose, Viereck drauf und dann färben wir das alles. So, das können wir natürlich auch anziehen und laufen rum wie so ein Regenbogen. Oh shit. Ja, aber meine Freunde, deswegen habe ich da nicht nur das Video neu gemacht, sondern mir ist was aufgefallen wieder mal, wenn wir die Gegenstände rausnehmen. So, und dann nehmen wir zum Beispiel die gelbe Farbe Löwenzahngelb und gehen dann auf die blaue Lederhose. Dann passieren solche Dinge. Wir gucken einfach mal weiter, was passiert. Wir färben diese Hose weiterhin. Und wenn wir nochmal, kommt es viel lila im Hintergrund vor. Und das kann man wiederholten Male immer wieder verändern mit anderen Farben und Kreationen. Es macht übelst Bock, einfach mal so farbmäßig hier im Kreativ zu testen und das wiederum in Survival nachzumachen. So sehe ich ungefähr aus. Ein bisschen verändert. Schön und gut. Ich hoffe, das Video hat euch eigenermaßen gefallen. Wenn das der Fall ist, unterstützt mich bitte mit einem positiven Bewertung und am besten noch einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, euer Hoch Number One Dada. Bis dahin und tschüss.